gratulieren in einem eigens produzierten Musikvideo. Eines der schrägsten britischen Modelabels präsentiert sich derzeit in einem temporären Pop-Up-Store im Wiener 7. Bezirk. The Rodnick Band des Londoner Designers Philip Colbert. Das Label ist ein punkiges Crossover aus Mode, Musik und Kunst. Für die Vermarktung lässt sich Colbert einiges einfallen. Er castet Doppelgänger von Promis wie Kate und Pippa Middleton oder arbeitet wie schon sein Vorbild Pop-Up-Künstler Andy Warhol mit einer schwedischen Wodka-Marke zusammen. Beim Wetter gibt auch morgen wieder der Föhn den Ton an. Er kann im Westen bis in die Täler durchgreifen und von Vorarlberg bis Oberösterreich liegen die Höchstwerte morgen um 24.